Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute zu einem super, super wichtigen Video. Es betrifft alle Online-Händler. Ihr habt es schon an der Überschrift gelesen. Es geht um das Verpackungsgesetz, um die Verpackungslizenz. Falls du Online-Händler bist, dann schau dir dieses Video unbedingt an, denn es ist super wichtig, sonst folgen sehr, sehr schlimme Konsequenzen. Viel Spaß bei diesem Video, bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Ja, Freunde, wie angesprochen, geht es um das Verpackungsgesetz, um die Verpackungslizenzen, und ich habe das Hintergrundbild nicht umsonst genommen, denn es geht im Großen und Ganzen um unsere Umwelt, die wir schützen müssen. Und besonders als Online-Händler verursacht man sehr, sehr viel Verpackungsmüll, was die Umwelt natürlich belastet und was man dementsprechend richtig recyceln muss und entsorgen muss. Und das Ganze ist dementsprechend natürlich auch mit Kosten verbunden. Und wir werden als Online-Händler dazu zur Kasse gebeten, was ich voll verständlich finde, denn wir müssen die Umwelt dementsprechend hier erhalten. Und ich habe schon mal ein Video zum Verpackungsgesetz gemacht, wo ich genau erkläre, welchen Ablauf, was es mit auf sich hat. Das findest du hier oben in der Videobeschreibung. Ich werde im Laufe des Videos auch noch weitere Informationsquellen zeigen, wo man sich informieren kann, ob es einen selbst betrifft oder nicht. Und falls du schon weißt, dass es dich betrifft und du dich darum noch nicht gekümmert hast, dann habe ich hier für dich ein sehr gutes duales System, und zwar der grüne Punkt. Das findest du unten in der Videobeschreibung, den Link dazu, mit einem Gutscheincode mit 8% Nachlass für deine erste Lizenzierung. Das findest du, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Im Laufe des Videos gehen wir noch darauf ein, wo wir den Gutscheincode eingeben, um hier zu schauen, welche Kosten denn entstehen. So, zuerst einmal zu einem sehr, sehr wichtigen Datum, und zwar geht es hier um den 1. Juli 2022, also Mitte dieses Jahres, werden alle Marktplätze, und zwar gehören dazu die größten Marktplätze, Amazon, eBay und so weiter, alle sind verpflichtet, hier gesetzlich ihre Händler zu der Registrierung in dem dualen System bzw. auf der zentralen Stelle des Verpackungsregisters sich zu registrieren, Verpackungen zu lizenzieren, und wenn das nicht passiert, dann werdet ihr einfach vom Verkauf ausgeschlossen. Und natürlich zieht es auch andere Dinge mit sich, und zwar folgen auch Abmahnungen, was schon bestimmt den einen oder anderen getroffen hat. Abmahnungen mit Bußgeldern bis zu 200.000 Euro in Einzelfällen. Das ist natürlich eine Hausnummer, deshalb solltest du dich hier drum kümmern, falls du Online-Händler bist und Verpackungen in den Verkehr bringst. Und ich sag mal so, das Ganze geht los mit 25 Euro im Jahr. Das kann sich, wie gesagt, jeder Händler leisten und schützt damit gleichzeitig auch die Umwelt. Und dazu gesagt ist auch noch, umso mehr sich daran beteiligen, umso mehr Händler das machen, umso günstiger wird es für den Einzelnen. Wir schauen uns gleich auch an, wie viele Händler denn bereits registriert sind und wie viele denn noch fehlen. Und dazu rufe ich mal hier die Seite von der zentralen Stelle für Verpackungen. Und hier muss eine Registrierung erfolgen, wie ich schon gesagt habe. Dazu habe ich auch in dem anderen Video das schon mal erläutert, wie das funktioniert. Ihr könnt euch hier registrieren, gebt eure Daten ein. Und dann müsst ihr auch die Daten der dualen Systeme hier melden, damit das Ganze auch dementsprechend hier erfasst ist. So, und ja, schauen wir uns mal direkt an, wie viele Hersteller denn hier überhaupt registriert sind, ja. In Deutschland gibt es ungefähr, meine ich gehört zu haben, circa 800.000 Unternehmen, die in dieses Muster fallen, die Verpackungen produzieren bzw. Hersteller sind von Verpackungen oder dementsprechend Versandverpackungen verschicken mit Versandmaterialien, mit Klebebändern und so weiter, was alles Verpackungsmüll erzeugt. Und diese sind verpflichtet, sich hier anzumelden. Und wir gucken mal nur für Deutschland, wie viele denn hier bereits registriert sind, und starten die Abfrage hier mal. Und es geht hier nur um Deutschland, was in Deutschland erzeugt wird. Das Ganze ist natürlich auf EU ausgeweitet, tatsächlich sogar. Ich zeige euch gleich nochmal bei Amazon, welche Länder da bei Amazon verpflichtet sind bereits und welche eventuell noch folgen werden. Und wir sehen hier, wir sind derzeit bei 213.246 Unternehmen, die sich hier registriert haben.
Und wenn wir mal hier uns das Ganze durchklicken, dann sehen wir teilweise hier, dass hier auch Unternehmen sind. Zumindest habe ich das sehen können in letzter Zeit. Auch ausländische Unternehmen registrieren sich, weil sie halt Verpackungsmüll in Deutschland erzeugen. Ja, deshalb auch chinesische Händler und so weiter werden natürlich hier in die Pflicht genommen, sich hier zu registrieren. Sonst dürfen auch die nicht mehr bei Amazon oder eBay und anderen Marktplätzen weiterverkaufen. Also, und was sagt uns dieses Register? Das ist öffentlich. Also, ihr könnt hier theoretisch den Unternehmensnamen eintragen, den Ort bzw. auch so eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eintragen und sehen, okay, ist der Händler registriert oder nicht? Wenn nicht, folgt direkt eine Abmahnung. Ich denke mal schon, dass sich da die Anwaltskanzleien schon sehr darauf vorbereiten, hier die Leute abzumahnen, um hier richtig Geld zu verdienen. Denn wie schon gesagt, so eine Abmahnung kann tatsächlich bis zu 200.000 Euro Bußgeld kosten. Und ich glaube, das ist in keinem, also von keinem Händler das Interesse, so viel Geld hier hinzulegen, wenn man das Ganze doch schon ab 25 Euro lizenzieren lassen kann. So, Amazon hat schon bereits E-Mails verschickt und hat natürlich dementsprechend auch schon mal hier darauf hingewiesen, die Nummer, die Registrierungsnummer, die ihr hier in dem Lucid-System bekommt, wenn ihr euch registriert, bei Amazon auch einzutragen. Wir schauen uns an, wo wir diese eintragen. Den Link dazu, um da genau darauf zu kommen, packe ich dir auch unten in der Videobeschreibung. So kannst du direkt auf den Link klicken und kommst in deinem Amazon Seller Central auf diese Position, wo du diesen Registrierungscode eingeben kannst. So, und hier befinden wir uns hier bei dieser Übersicht, wo wir hier die Registrierungsnummer für Verpackungen eintragen. Die fängt hier, wie gesagt, mit DE an und dann trägt ihr hier die ein und sendet das Ganze ab. Somit seid ihr safe und Amazon kann prüfen, seid ihr denn wirklich registriert, habt ihr eure Verpackung lizenzieren lassen, die Mengen gegebenenfalls. Und so weiter und so fort. Das ist super wichtig, weil sonst werdet ihr von Amazon einfach vom Verkauf ausgeschlossen. Eure Angebote werden alle beendet und ihr dürft auf dem Marktplatz Amazon nicht mehr verkaufen. Bei eBay ist das Ganze genauso. Ich habe von eBay auch bereits E-Mails bekommen, wo die darauf hinweisen, dass man sich dafür registrieren soll, um hier die Verpackungen zu lizenzieren. Da ist aber nicht ganz klar, wo man diese Nummer einträgt. Deshalb habe ich für euch nachgefragt. Es geht hier, die Nummer kann man in seinem Impressum verankern. Das heißt, ihr gebt hier einfach Registrierungsnummer, Verpackungsgesetz oder Lucid, Registrierungsnummer Lucid und dann gebt ihr hier die Nummer in eurem Impressum ein, dann seid ihr auf der sicheren Seite, so weiß man, dass ihr schon registriert seid. Ich denke, eBay wird da noch eine gewisse Position einstellen, wo man diese Nummer gesetzlich dann dementsprechend auch verankern kann, um das Ganze auch öffentlich zu präsentieren, dass man hier sich dran beteiligt. Kurz nochmal bei Amazon angesprochen, auch wenn du als Händler auf dem Marktplatz Frankreich, also Amazon.fr, verkaufst, dann solltest du auch für Frankreich das Ganze übernehmen, denn auch Frankreich ist da in die Pflicht genommen und ich denke, hier werden andere EU-Länder auch folgen. Dementsprechend hab das auf dem Schirm, um das Ganze hier aktuell zu halten. So, kommen wir nochmal zur zentralen Stelle im Verpackungsregister und schauen uns mal hier die Informationen an. Auch hier gibt es tatsächlich gute Informationen, wo man schauen kann, bin ich denn überhaupt verpflichtet, hier mich zu registrieren als Unternehmen bzw. meine Verpackungen lizenzieren zu lassen. Und da bietet natürlich die zentrale Stelle auch hier gute Informationen, um sich hier zu informieren, ob man überhaupt verpflichtet ist, mit verschiedenen Erklärvideos auch und so weiter. Deshalb schau dir auch das hier gerne an, um hier wirklich genau informiert zu sein. Aber wie gesagt, es betrifft sehr, sehr viele und in der Regel fast die meisten Online-Händler, auch wenn du Amazon FBA machst, muss ich dazu sagen, betrifft es dich genauso. So. Kommen wir nun zu dem Lizenzrechnen. Das heißt, wenn du jetzt deine Verpackung lizenzieren möchtest und die Menge angeben möchtest, dann findest du den Link dazu unten in der Videobeschreibung von der grüne Punkt. Das empfehle ich hier an dieser Stelle. Und
Ich habe viele verglichen und der grüne Punkt ist meines Erachtens der beste und man kennt es eigentlich, auf jeder Verpackung hat man schon dieses Logo hier gesehen und die meisten nutzen das auch hier. Dementsprechend kann man hier auch von günstigen Preisen profitieren. Plus den Gutscheincode, den du unten findest, den trägst du vorab schon mal gesagt hier unten ein. Vergiss das nicht, dann bekommst du nochmal 8% auf deine Verpackungslizenz, jedoch nicht unter 25 Euro. Das ist der Grundpreis und den muss natürlich jeder tragen. Zuzüglich Mehrwertsteuer seht ihr hier das Ganze pro Jahr. So, und wenn du dann hier auf den Link geklickt hast, hast du die Möglichkeit, die Lizenzjahre zu wählen. Das heißt, falls du jetzt schon seit 2019, wo das Verpackungsgesetz ja in Kraft getreten ist, davor war es nur eine Verpackungsverordnung, wo es eigentlich auch schon Pflicht war, jedoch ist es als Gesetz seit 2019 in Kraft getreten und wenn du jetzt sagst, ich möchte auf Nummer sicher gehen und möchte meine Verpackungen vom Jahr 2019 bis 2020 jetzt registrieren, dann kannst du es tun. Du hast hier die Möglichkeit, dann deine Verpackungen komplett auszuwählen und kannst dann die genaueste Menge angeben. So, und ja, es gibt hier verschiedene Varianten an Stoffen, die entsorgt werden, beziehungsweise die anfallen als Müll und dementsprechend gibst du ja an. Bei den meisten Online-Händlern wird es sich um Pappe, Kartons handeln und natürlich hier Kunststoffe wie Verpackungsmaterial, Polsterfolien oder auch Klebeband. Das fällt hier unter Kunststoffe drunter. Falls du natürlich ungefähr weißt, wie viel Verpackungen du hast, anhand der Rechnungen, die du an Verpackungen bestellt hast, dann weißt du ungefähr, was eine Verpackung leer kostet bzw. wiegt. Dann summierst du das auf die Kilogramm an und dann hast du natürlich auch hier dementsprechend das Ganze ausgerechnet. Und das gibst du hier schön alles ein. Dann hast du hier die Möglichkeit, Haken zu setzen, und zwar eine Systembeteiligung. Das wäre die duale Systembeteiligung, um das Ganze dann auch im Lucid System zu verankern, die Zahlen. Und dann hast du hier noch bei der grüne Punkt die Möglichkeit, die Markennutzung. Das ist genau das Logo, was du hier hast. Wenn du jetzt beispielsweise Produkte produzieren lässt und da auch eine Umverpackung hast, dann darfst du dann in dem Falle dieses Logo auf der Verpackung nutzen. Das gibt gewissermaßen Sicherheit für den Nutzer bzw. auch eine Umweltfreundlichkeit. So, das Ganze kostet nicht wirklich viel mehr. Ihr seht es hier. Geben wir jetzt mal reelle Zahlen ein. Ungefähr, sagen wir mal, 200 Kilogramm Verpackungen treten auf und ja, 10 Kilogramm Kunststoff, ja, was durchaus ja verhältnismäßig passt. Dann haben wir hier eine Jahressumme, die wir dann bezahlen mussten von 42,74 € zuzüglich der Mehrwertsteuer und das ist durchaus tragbar. So, abzüglich nachher noch die 8%, dann seid ihr hier mit einer guten Summe bedient und könnt das Ganze dann auch problemlos und gedankenlos lizenzieren lassen. Dann klickt ihr in dem Falle hier auf Weiter und registriert euch bei der grüne Punkte. Dann habt ihr hier die Lizenz so gesagt für diese Mengen erworben und könnt diese in dem zentralen Stelle für Verpackungsregister hier eintragen im Lucid-Register. Und wie das funktioniert, das habe ich bereits erklärt. Ihr könnt das gerne auch in anderen Erklärvideos euch anschauen. Ansonsten hier nochmal das Video in der Infobox. Da zeige ich das genau, wie man die Datensätze einträgt. Und dann seid ihr auf Nummer sicher. Ja? Was ihr nicht vergessen dürft, ist natürlich, am Ende des Jahres kann es sein, dass ihr dann doch mehr Verpackungen benötigt habt, weil euer Geschäft so gut gelaufen ist. Dann solltet ihr hier einen Nachtrag machen. Das heißt, ihr müsst noch die restlichen Verpackungen und die Anzahl an Kilogramm nochmal berichten, beziehungsweise auch hier nochmal im Lucid-Verpackungsregister mit angeben, sodass es eine genaue Einheit dann dementsprechend hat. An dieser Stelle bin ich am Ende des Videos. Falls du, wie gesagt, noch weitere Fragen zu diesem Thema hast, dann stell sie gerne unten in den Kommentaren. Ich werde darauf so schnell wie möglich eingehen. Und sonst kann ich nur darauf hinweisen, sich hier zu registrieren und tätig zu werden, um wirklich hohe Abmahnungen zu vermeiden und natürlich auch den Ausschluss von Verkäufen auf den großen Marktplätzen, was natürlich fundamental wichtig ist.
Viel Erfolg damit, viel Spaß und falls du an weiteren Themen interessiert bist, rum ums Verkaufen auf den Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere auch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Falls dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, das motiviert mich für weitere Videos. Viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.